the implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose a most serious threat to the peace since the Second World War. Tear down this wall. Die Welt ist in den späten 1980er Jahren ein hoffnungsvoller, fast schon fröhlicher Ort. Langwierige und blutige Kriege sind beendet. Die Schauplätze waren Afghanistan, Angola, Kambodscha, Nicaragua, Iran und Irak. PLO-Chef Yasser Arafat sagt unter Druck aus Moskau: Ich schwöre vollständig allen Formen des Terrorismus ab. Und akzeptiert damit faktisch die Existenzberechtigung von Israel. Im Dezember 1988 regt Michail Gorbatschow vor den Vereinten Nationen an, die Bedrohungen für die Erde gemeinsam zu beseitigen. Er drängt auf ein Verbot von Weltraumwaffen und verlangt ein Ende der Ausbeutung der Dritten Welt. Sein Vorschlag beinhaltet ein 100 Jahre dauerndes Moratorium, in dem die Schulden unterentwickelter Dritter Weltländer gestundet werden sollen. Er bittet die UN, den Waffenstillstand in Afghanistan zu überwachen und bietet an, Terror, Hunger und Armut gemeinsam zu bekämpfen. Der Taktik des politischen Terrorismus soll ein Ende gesetzt werden. Die New York Times schreibt, dass seit Roosevelts und Churchills Atlantikcharta kein führender Politiker eine Vision wie Gorbatschow gezeigt habe. Atemberaubend, riskant, kühn, naiv, heroisch. Seine Ideen rufen viele Reaktionen hervor. Der zukünftige Präsident George Bush ist noch nicht ins Weiße Haus eingezogen und kämpft gegen Gouverneur Michael Dukakis aus Massachusetts. Mit 17 Punkten liegt Bush in diesem Sommer noch hinter Dukakis zurück und er kämpft darum, sein Weichei-Image zu überwinden. Es ist seltsam, dass jemand, der für seine Einsätze als Navy-Pilot im Zweiten Weltkrieg ausgezeichnet wurde, als Weichei, Waschlappen und fader Konformist verspottet wird. Frieden durch Stärke funktioniert. Doch mit seiner nasalen Stimme, dem Yale-Studium und mit einem Ölvermögen im Hintergrund ist er der perfekte Kandidat für das Establishment. Zu seinen politischen Ämtern wurde er bisher zumeist berufen, nicht gewählt. Er war UN-Botschafter in China und CIA-Chef. Doch Ronald Reagans Charisma hat nicht auf ihn abgefärbt. Reagan wollte ihn nicht in seinen Reihen. Und ich empfehle bei diesem Kongress George Bush. Um seine Chancen zu verbessern, befolgt Bush unter anderem den Rat von seinem ältesten Sohn George W., sich eine aggressivere Strategie gegen den reservierten Dukakis zuzulegen. Der hat griechische Wurzeln und ist niemand, der gerne zurückschlägt. Bush stellt Dukakis Patriotismus in Frage und spielt in einer Werbung die Rassenkarte offen aus. Es geht dabei um den Freigang des Mörders Willie Horton. Dukakis ist nicht nur gegen die Todesstrafe. Er erlaubt verurteilten Mördern sogar den Freigang. Wochenendfreigänge. So steht Dukakis zu Verbrechen. Wie einst Nixon nutzt auch Bush den Rassismus der Wähler und deren Angst vor Verbrechen. Die Strategie funktioniert und Bush übernimmt das Amt des Präsidenten im Januar 1989. Das Schicksal der Welt liegt nun in den Händen zweier Männer, die den Krieg selbst erlebt haben. Bush als Sieger und Gorbatschow als ein junger Augenzeuge von deutscher Brutalität im Zweiten Weltkrieg. In den 1990er Jahren ist Amerika auf der Suche nach einer neuen Rolle in einer sich schnell verändernden Welt. Die Medien heben die Generation des Zweiten Weltkrieges auf ein heldenhaftes Podest. Zum 50. Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie 1994 boomt der Verkauf von Büchern, Filmen und Fernsehsendungen. 30 Sekunden!
Praktischerweise ignorieren oder übersehen die Medien die Tatsache, dass einflussreiche Amerikaner gegen Roosevelts New Deal-Politik opponiert und dadurch das Dritte Reich unterstützt haben. Die Motive dafür, ob nun der Hass auf den Kommunismus, Sympathien für den Faschismus oder schlicht Gier, wurden kaum öffentlich diskutiert. Zu diesen einflussreichen Männern gehörte Prescott Bush, der Vater des US-Präsidenten. Der deutsche Stahlmagnat Fritz Thyssen war einer von Hitlers Förderern. Ein Teil von Thyssens Auslandsvermögen wurde von der Brown Brothers Harriman Investment Gesellschaft verwaltet. Die gehörte zur Union Banking Corporation, wo Prescott Bush für die Betreuung dieses Kunden zuständig war. 1942 enteignet die US-Regierung die Union Banking Corporation samt der Thyssen-Konten, die von Bush betreut wurden. Nach dem Krieg wurden die amerikanischen Anteilseigner, einschließlich Prescott Bush, dafür entschädigt. 50 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs im Januar 1989 leistet Prescotts Sohn George nun seinen Amtseid. I, George Herbert Walker Bush. Kann George Bush die finstere Vergangenheit seines Vaters verleugnen und sich mit dem Kommunisten Gorbatschow zusammenschließen, um die Welt zu verändern? Bush wägt wahrscheinlich seine Optionen ab. Doch er ist kein tiefgründiger Denker. Individualistischen Gedanken und Visionen steht er skeptisch und ablehnend gegenüber. Wie Harry Truman nach dem Zweiten Weltkrieg umgibt auch er sich mit Anti-Sowjet-Konservativen, mit dabei ist Dick Cheney als Verteidigungsminister und der stellvertretende Sicherheitsberater Robert Gates. Gates hat sich seine Sporen als Stellvertreter des fanatischen William Casey verdient. Sie sind sich einig, dass ein Entgegenkommen gegenüber Gorbatschow die Position des Westens schwächen würde. Während Gorbatschow also die Atomwaffen aus Europa abziehen möchte, machen die USA einen Gegenvorschlag. 325.000 sowjetische Soldaten sollen abziehen. Im Gegenzug würden die US-Truppen in Europa um 30.000 reduziert. Bush drückt sich darum, echte Fortschritte mit der Sowjetunion zu erreichen. Als hunderte Demonstranten in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens durch die chinesische Armee niedergemetzelt werden, zaudert Bush. Die Brutalität wird zwar öffentlich verurteilt, doch unter der Hand wird klar zu verstehen gegeben, dass die Beziehungen zwischen China und den USA dadurch nicht gefährdet sind. Gorbatschow setzt die Reform des Sowjetsystems fort. Er weist die Befürchtung zurück, dass die Kontrolle über Osteuropa für die sowjetische Sicherheit notwendig sei. Innerhalb weniger Monate brechen in den Jahren 1989 und 90 alle kommunistischen Regierungen in Ost- und Mitteleuropa auseinander. Die Welt schaut dieser friedlichen Volksrevolution ungläubig zu. Polen, Estland, Litauen, Lettland, Ungarn, die Tschechoslowakei, Ostdeutschland und Rumänien tauschen furchtlos ihre Regierungen aus. Gorbatschow hofft, dass das neue Vertrauen zur Auflösung der NATO und des Warschauer Paktes führt. Erstaunlicherweise lässt er sogar die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland zu. Allerdings unter der Bedingung, dass die NATO sich nicht in Richtung Osten erweitert. Bush lässt ihn in dem Glauben. Gorbatschow wird für sein Vertrauen den Preis zahlen, dass der nächste US-Präsident Clinton und die zweite Bush-Regierung die NATO bis vor die russische Türschwelle ausdehnen. Die Russen fühlen sich betrogen. Über Jahre wird von US-Seite immer wieder behauptet, dass es keine Zusagen für eine Zurückhaltung in der NATO-Osterweiterung gegeben habe. Doch kürzlich veröffentlichte Aussagen des US-Botschafters gegenüber der Sowjetunion sowie bisher geheime britische und westdeutsche Dokumente legen den Schluss nahe, dass es eine klare Absprache gab. Es ist offensichtlich, dass die USA ihre Politik nicht ändern werden, um eine neue Friedensstimmung zu unterstützen. Einen Monat nach dem Fall der Berliner Mauer im Dezember 1989 beginnt Bushs Regierung mit der Invasion in Panama. Letzte Nacht habe ich US-Truppen nach Panama beordert. Panamas Machthaber Manuel Noriega war lange Zeit ein Laufbursche für die USA in Mittelamerika. Seit 1960 steht er auf der Gehaltsliste der CIA. Er ist korrupt, skrupellos
und unterstützt das Medellin-Drogenkartell in Kolumbien. Aufgrund seiner Hilfe für die Contras in Nicaragua stand er lange unter dem Schutz der US-Regierung. Doch ein Drogenverfahren im Jahr 1988 und ein gescheiterter Staatsstreich im Jahr 1989 überzeugen Bush davon, dass Noriega mehr kostet, als er einbringt. Er ordnet eine Operation an, die er Just Cause nennt. 12.000 Soldaten unterstützen weitere 12.000, die bereits im Land stationiert sind. El Corillo, ein armer Vorort von Panama-Stadt, wird dem Erdboden gleichgemacht. Hunderte Zivilisten werden getötet. Die Invasion wird mit dem Kampf gegen Drogen gerechtfertigt. Das amerikanische Recht wird so ausgelegt, dass man bei Bedarf auch mit militärischen Aktionen in fremde Länder eingreifen darf. Noriega sitzt nun in den USA wegen illegalem Drogenhandel im Gefängnis. Für den Großteil der Welt ist die Invasion erschreckend und illegal. Für die meisten Amerikaner ist das nur Business as usual. Der Kongress schaut tatenlos zu, wie Bush schamlos den War Powers Act verletzt. Dieses Gesetz schreibt eigentlich die Zustimmung des Kongresses zu Militäreinsätzen vor. Der Vorsitzende des Stabschefs Colin Powell verkündet: Wir haben ein Schild an unserer Tür befestigt, auf dem steht: Hier wohnt eine Supermacht. Sowjetische Hardliner sind besorgt über Gorbatschows Reformkurs. Sie stellen fest, dass der Kurs die Kampflust der USA nicht schmälert. Im Gegenteil, er scheint die USA dazu zu bringen, sich noch rücksichtsloser zu verhalten. Und das tun sie. Im Mittleren Osten zeigt Bush einmal mehr, wie hart er sein kann. Die Reagan-Regierung hat sich im Iran-Irak-Krieg noch bei Iraks Diktator Saddam Hussein eingeschmeichelt und bei dessen Einsatz von chemischen Waffen gegen das eigene Volk weggeschaut. Als Spannungen zwischen dem Irak und dem ölreichen Kuwait aufflackern, versichert der US-Botschafter Saddam Hussein, dass Bush keine Meinung zur Auseinandersetzung um die irak-kuwaitische Grenze habe. Hussein interpretiert das als Signal und marschiert in der Folgewoche mit ca. 250.000 Soldaten und 1.500 Panzern in Kuwait ein. Die USA schicken nun Verteidigungsminister Cheney, General Powell und General Schwarzkopf zu einem Treffen mit dem saudischen König Fahd. Sie wollen ihn davon überzeugen, amerikanische Truppen in der Region zu akzeptieren. Sie zeigen dem König wahrscheinlich manipulierte Fotos von irakischen Truppen und Panzern an und sogar jenseits der saudischen Grenze. Der König akzeptiert daraufhin US-Militärhilfe. Tatsächlich gibt es keinerlei Beweise dafür, dass Saddam Hussein jemals in Saudi-Arabien einmarschieren wollte. Die Täuschung fliegt auf, als eine japanische Zeitung Aufnahmen eines gewerblichen Satellitenbetreibers aus der Sowjetunion erhält. Auf den Bildern ist zur gleichen Zeit keinerlei militärische Aktivität in der Nähe der Grenze zu sehen. Newsweek geht der Sache nach und nennt es die fehlende militärische Präsenz. Der Druck steigt dennoch. Sollte Hussein Saudi-Arabien einnehmen, dann hätte er die Kontrolle über mindestens ein Fünftel des Weltölvorkommens. Die israelische Presse wirft den USA Unvermögen und Bush Schwäche vor. Er sei wie ein Chamberlain, der vor Hitler kapituliert. Der ewig anpassbereite Bush stellt dieselbe müde Analogie auf den Kopf und vergleicht Saddam wiederholt mit Hitler. Wir haben es hier mit Hitler in einer neuen Form zu tun. In der Sorge, dass Saudi-Arabien eine alternative Lösung einfallen könnte, verkündet er schnell, dass US-Truppen auf dem Weg in den Persischen Golf sind. In der Zwischenzeit engagiert Kuwait das größte Public-Relation-Unternehmen der Welt, Hill & Knowlton, um die öffentliche Meinung in den USA zu manipulieren. In einem von Hill & Knowlton organisierten Kongresstermin im Oktober 1990 erzählt ein 15-jähriges Mädchen, dass sie in einem kuwaitischen Krankenhaus gearbeitet habe, als die irakischen Truppen hereinplatzten. Sie nahmen die Babys aus den Brutkästen.
nahmen die Brutkästen mit und ließen die Kinder auf dem kalten Fußboden sterben. Es ist eine meisterhafte Inszenierung. Bush zitiert die Geschichte immer wieder, um für den Krieg zu plädieren. Später kommt heraus, dass die junge Augenzeugin nie in einem Krankenhaus war. Sie ist die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA und ein Mitglied der Herrscherfamilie. Als der Schwindel auffliegt, hat die Bombardierung von Bagdad längst begonnen. Die Öffentlichkeit in den USA ist gespalten. Die Herrscher von Saudi-Arabien und insbesondere von Kuwait sind grausame Despoten, wenig entzückt von Demokratie in ihrem Volk. Auch stehen keine wichtigen US-Interessen auf dem Spiel, denn das Öl aus dem Irak und Kuwait macht zusammen kaum mehr als 10% der US-Importe aus. Im November warnt Dick Cheney davor, dass der Irak schon bald über Atomwaffen verfügen könnte und diese wahrscheinlich auch einsetzen würde. Sicherheitsberater Brent Scowcroft fügt noch eine Terrorwarnung hinzu. Angeschlagen durch die Kritik an seiner illegalen Invasion in Panama, bringt Bush die Angelegenheit vor den Kongress. Trotz großer Demonstrationen verabschiedet der Kongress im Januar 1991 eine Golfkriegsresolution. Zu der Zeit befinden sich 560.000 US-Soldaten am Golf. Später werden es 700.000 sein. General Schwarzkopf behauptet, dass die USA einer millionenmannstarken irakischen Landarmee gegenüberstehen würden. Ausgerüstet mit Sowjetpanzern und bereit, chemische Waffen einzusetzen. Die Operation Wüstensturm beginnt am 17. Januar 1991 mit der Entsendung von US-Kampftruppen. Der Krieg markiert den Beginn einer neuen Ära in der amerikanischen Außenpolitik. Fünf Wochen lang zerstören US-Luftangriffe mit neuen, fernsehtauglichen Hightech-Waffen das Land. Iraks Kommunikations-, Militär- und Industrieinfrastruktur werden vernichtet. Und die US-Bevölkerung kann das im Fernsehen verfolgen. Die Bodeninvasion dauert 100 Stunden, in denen amerikanische und saudische Truppen die schlecht ausgebildeten irakischen Soldaten aus Kuwait vertreiben. Bei der Invasion kommt eine neue Waffe zum Einsatz, die Uran enthält. Ihre Radioaktivität und die chemische Giftigkeit führen zu Krebs und Fehlgeburten. Zu den Opfern gehören auch US-Soldaten, die jahrelang unter dem mysteriösen Golfkriegssyndrom leiden. Den Krieg überleben genügend irakische Elitesoldaten, dass Saddam Hussein an der Macht bleiben kann. Bush und seine Berater beschließen nicht, bis nach Bagdad vorzudringen, um das Regime zu stürzen. Das hätte nur den Iran gestärkt und Amerikas arabische Verbündete verärgert. Doch Amerika ruft das irakische Volk dazu auf, Hussein selbst zu stürzen. Als irakische Kurden und Schiiten das versuchen, sehen die USA tatenlos dabei zu, wie Hussein die Aufstände mit Giftgas und Kampfhubschraubern niederschlägt. Mehr als 200.000 Iraker sterben im Krieg oder an den Folgen. Etwa die Hälfte sind Zivilisten. Die Opferzahlen der USA belaufen sich auf weniger als 200. Bush schreibt in sein Tagebuch, dass er kein Gefühl der Euphorie erlebt. Es fehlt etwas. Die Lorbeeren des Sieges und ein echter Frieden wurden verplempert. Nicht im kuwaitischen Wüstensand, sondern durch Bushs fehlende Weitsicht, sich mit der Sowjetunion einen wahren Verbündeten an die Seite zu stellen. Wenige Wochen nach Unterzeichnung des START-1-Abkommens wird Gorbatschow im August 1991 von kommunistischen Hardlinern unter Hausarrest gestellt. Der russische Präsident Boris Jelzin führt einen berühmten Aufstand an, der Gorbatschow wieder an die Macht zurückbringt. Doch für die Bevölkerung waren es zu viele Veränderungen in zu kurzer Zeit. Verurteilt und abgelehnt tritt Gorbatschow, einer der visionärsten Politiker des 20. Jahrhunderts, am ersten Weihnachtsfeiertag 1991 beschämt zurück. Die russische Bevölkerung hat keine Ahnung,
was ihr bevorsteht. Doch auch George Bush weiß es nicht. Seine 91-prozentigen Zustimmungsraten am Ende des Golfkrieges machen ihn blind für seine Verwundbarkeit im Wahlkampf. Das öffnet dem wenig bekannten Gouverneur von Arkansas, Bill Clinton, die Tür. Der charmante, mitfühlende Mann bekommt überraschend Hilfe vom parteilosen, konservativen Kandidat Ross Perot. Perot bekommt 19% der Stimmen, die hauptsächlich aus dem Lager konservativer Bush-Wähler stammen. Diese Stimmen fehlen Bush zum Sieg. Es scheint ein goldener Moment zu sein. Nach 46 Jahren, in denen die USA die Schuld für soziale Unruhen im Land der Sowjetunion zugeschoben haben, ist nun ein Demokrat im Weißen Haus. Wie will der das aufgeblähte Militärbudget rechtfertigen, das seit Jahrzehnten Ressourcen bindet und die Sowjetunion vor einer Entwicklung abschreckt? Kommt jetzt die gefeierte Friedensinitiative? Die Euphorie um Clinton stellt sich als kurzlebig heraus. Die Republikaner blockieren Clintons Vorstoß für eine Öffnung des Militärs für Homosexuelle. Und sie drängen ihn in die Ecke, weil er nicht in Vietnam gedient hat. Noch schädlicher ist, dass die Republikaner einen politischen Krieg gegen ihre geschäftlichen Verbündeten beginnen. Die Öffentlichkeit soll erschreckt und außerdem Clintons Plan für eine Krankenversicherung für zig Millionen unversicherte US-Bürger verhindert werden. Von den modernen Industrieländern gibt es nur in den USA und in Südafrika kein nationales Gesundheitssystem. Das Scheitern der Gesundheitsreform wird in den konservativen Medien gefeiert und gibt den Republikanern einen Aufschwung. Bei den Zwischenwahlen 1994 erreichen sie erstmals nach 40 Jahren die Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus. Erstaunlicherweise torkeln beide Parteien in dieser Zeit ohne internationale Krisen weiter nach rechts. Clinton kürzt die Unterstützung für Familien mit Kindern, die es seit der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre gab. Er unterstützt den Krieg gegen die Drogen und eine Gesetzgebung, die bei Verbrechen hart durchgreift. Russland rückt nun politisch drastisch nach rechts. Jelzin bittet den Harvard-Ökonom Jeffrey Sachs und andere Experten um Hilfe bei der Privatisierung der Wirtschaft. Mit ihnen kommen auch die G7, der Internationale Währungsfonds, und die Weltbank mit einer wirtschaftlichen Schocktherapie, die die russische Bevölkerung nicht kennt. Der Flirt mit dem Kapitalismus wirkt surreal. Jelzin dereguliert die Wirtschaft, privatisiert Staatsbetriebe und staatliche Ressourcen. Er streicht dringend benötigte Subventionen und Preiskontrollen und ermöglicht Monopole in Privatbesitz. Die Menschen nennen es den großen Griff, weil staatliche Fabriken weit unter Wert an opportunistische private Investoren verkauft werden. Es sind frühere kommunistische Funktionäre, die über Nacht zu Multimillionären werden. Während eine kleine Geldelite ihre neue Freiheit feiert, verlieren die meisten Russen ihre Lebensersparnisse und Arbeitsplätze. Die Lebenserwartung fällt von 67 auf 57 Jahre bei Männern und von 76 auf 70 Jahre bei Frauen. Russlands Wirtschaftskraft ist nur noch so groß wie die der Niederlande. Die westliche Hilfe und Entschuldung, mit der Harvard-Ökonom Sachs gerechnet hat, wird nie umgesetzt. Sachs wirft später Dick Cheney vor, dass es ihm nur um die militärische Dominanz über Russland gegangen sei. Anti-Amerikanismus ist wieder in. Die Russen sträuben sich, als Clinton eine US-Beteiligung im energiereichen Kaspischen Becken vorantreibt. Die NATO wird um Ungarn, Polen und die Tschechische Republik erweitert. Der 92 Jahre alte Sowjetexperte George Kennan nennt das einen enormen strategischen Fehler. Viele Russen glauben, dass die USA einen neuen eisernen Vorhang entlang der russischen Grenze errichten wollen. Umfragen ergeben, dass nur 9% der Bevölkerung diese Form der Demokratie in Ordnung finden. Viele sehnen sich nach der guten alten Zeit unter Stalin.
Die Bevölkerung sieht in dem unbeliebten Jelzin immer mehr nur noch einen alten Säufer. Nach einem bewaffneten Übergriff auf das gewählte Parlament wird die Verfassung außer Kraft gesetzt und den Rest des Jahrzehnts regiert Jelzin hauptsächlich durch Erlasse. Am 31. Dezember 1999 tritt Jelzin zurück. Der ehemalige KGB-Direktor Wladimir Putin ersetzt ihn. Putin führt Russland wieder vom Abgrund weg, indem er eine starke, tyrannische und zentralistische Regierung einführt. Also ganz im Stile des alten Russlands. Im Laufe der 90er Jahre ist Clintons Regierung darauf erpicht, jeden möglichen ökonomischen Vorteil für sich zu nutzen. Man treibt den Bau von Pipelines für den Transport von Öl und Gas aus den rohstoffreichen früheren Sowjetrepubliken in Zentralasien voran und umgeht dabei den Iran und Russland. In der Zwischenzeit haben die fundamentalistischen Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Der reiche Dschihadist Osama bin Laden ist herzlich willkommen, die Al-Qaida in dem Land aufzubauen. Obwohl er in den 1980er Jahren für die CIA gearbeitet hat, legt bin Ladens ganzer Fokus nun darauf, die USA und deren Verbündete aus der muslimischen Welt zu vertreiben. Ein besonderer Dorn im Auge sind ihm die US-Truppen in Saudi-Arabien. In seiner ersten Fatwa im Jahr 1992 weist er auf die US-Unterstützung von Israel hin. Zwei Bombenattentate in Saudi-Arabien folgen. 19 US-Militärbedienstete kommen dabei ums Leben. Bin Laden streitet die Beteiligung der Al-Qaida daran ab. Und die Regierung von Saudi-Arabien, die in enger Verbundenheit zur einflussreichen Bin Laden-Familie steht, lenkt die Ermittlungen des FBI auf den Iran. 1998 erfolgen Bombenattentate auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania. Dabei sterben über 200 Menschen. Im Jahr 2000 verübt Al-Qaida einen Anschlag auf das US-Navy-Schiff Cole, bei dem 17 Menschen ums Leben kommen. Seit dem Golfkrieg beaufsichtigen UN-Waffeninspektoren die Zerstörung der irakischen Massenvernichtungswaffen und die Einhaltung der Flugverbotszonen. Strenge UN-Sanktionen führen zu großem Leid in der Bevölkerung. Clintons Regierung gibt aber fälschlich Saddam Hussein die Schuld für den Tod von 500.000 Kindern durch Krankheiten und Unterernährung. US-Außenministerin Madeleine Albright behauptet, dass Husseins Massenvernichtungswaffen eine Bedrohung für die Sicherheit der USA darstellen würden. Zu einer anderen Gelegenheit sagt sie recht offen: Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann, weil wir Amerika sind. Wir sind eine unentbehrliche Nation. Obwohl die USA von keiner feindlichen Nation bedroht werden, erweist sich die Clinton-Regierung als noch starkköpfiger in Verteidigungsfragen als die Republikaner. Der Frieden wird von einer neuen Welle Rüstungsausgaben verschüttet. Im Januar 2000 erhöht die Regierung das Budget für den 5-Jahres-Verteidigungsplan um 115 Millionen Dollar. Sie setzt auch die Verschwendung für den Raketenabwehrschirm weiter fort. Clinton weigert sich außerdem, die Ottawa-Konvention gegen Landminen zu unterzeichnen. Der Historiker Chalmers Johnson fasst 2004 diese Tage so zusammen: Im ersten Jahrzehnt nach dem Kalten Krieg ergriffen wir viele Maßnahmen, um unsere Macht zu erhalten und auszudehnen. Dazu gehören Kriege und humanitäre Interventionen in Panama, im Persischen Golf, Somalia, Haiti, Bosnien, Kolumbien und Serbien. Den Kalten Krieg in Ostasien und im Pazifik haben wir unverändert gelassen. Die US-Außenpolitik scheint parteiübergreifend in Stein gemeißelt zu sein. Clinton sieht das Vorgehen der USA im Ausland nicht als aggressives Verhalten eines Imperiums, sondern als eine Notwendigkeit für Stabilität in einer Weltordnung, die auf Amerikas Konzept von Demokratie und freien Märkten basiert. Die Basisstrukturen werden nicht überdacht. Obwohl seine letzten beiden Amtsjahre durch einen Sexskandal mit einer Praktikantin überschattet werden: Ich hatte kein sexuelles Verhältnis mit dieser Frau.
Gefolgt von einem beschämenden Amtsenthebungsverfahren gelingt es dem Slick Willy, wie manche ihn nennen, in seiner unvergleichlichen Art, größere Katastrophen zu vermeiden. Clinton profitiert von einer auflebenden globalen Wirtschaft, die US-Märkten und der Finanzwirtschaft zugutekommt. Er hinterlässt ein vorübergehend florierendes Land mit einem riesigen Überschuss. In der Hoffnung, darauf aufbauen zu können, nominiert seine Partei im Jahr 2000 Vizepräsident Al Gore. Ein fortschrittlicher, erfahrener Mann, der wiederholt vor einer weltweiten ökologischen Katastrophe warnt, dem Klimawandel. Er distanziert sich in der letzten Wahlkampfphase aber wieder von diesem Thema. Das Hier und Jetzt ist für den Durchschnittswähler von größerer Bedeutung. Die Republikaner kontern mit dem selbsternannten barmherzigen konservativen Texaner George W. Bush, Sohn von George und Enkel von Prescott. George W. Bush sorgt in seinen 8 Amtsjahren dafür, mehr als jeder andere Präsident zuvor, dass der Mythos aus dem Zweiten Weltkrieg, Amerika sei eine faire Weltmacht, begraben wird. Im Rückblick hat seine Fähigkeit, seine reaktionären Absichten zu verbergen, noch Jahre später viele Amerikaner der Prä-2001-Ära verblüfft und schockiert. Das beginnt schon 2000 mit der Wahl selbst. Es ist die skandalöseste Wahl in der Geschichte der USA. Die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 ist höchst umstritten. Al Gore gewinnt 540.000 mehr Stimmen als Bush. Doch er verliert den Bundesstaat Florida, weil über 10% der Stimmen von schwarzen Amerikanern wegen eines antiquierten Abstimmungssystems für ungültig erklärt werden. Für das System sind zuständig der Gouverneur von Florida, Jeb Bush, Georges jüngerer Bruder, und Floridas Secretary of State, Catherine Harris, zugleich Bushs Wahlkampfmanagerin. Ganz als wäre man in einer Bananenrepublik, schreitet dann der oberste Gerichtshof überraschend in den Wahlprozess in Florida ein und beschließt, eine Stimmennachzählung zu stoppen. Damit ist George W. Bush Gewinner der Wahl. Die meisten beteiligten Richter wurden unter Regierungen berufen, bei denen Bushs Vater entweder Präsident oder Vizepräsident war. Wäre so etwas in einem anderen Land passiert, dann hätten die Vereinigten Staaten einen Putsch unterstellt. Ein Richter schreibt, auch wenn wir die Identität des Siegers niemals mit Sicherheit kennen werden, der Verlierer ist mehr als klar. Es ist das Vertrauen der Nation in den Richter als unparteiischer Hüter des Gesetzes. An einem grauen Januartag im Jahr 2001 legt George W. Bush seinen Amtsschwur als 43. US-Präsident ab. Tausende Demonstranten werden in Zonen weit ab der Kameras gedrängt. Bush ziemt sich wie ein römischer Imperator und gibt weit weniger Pressekonferenzen als jeder andere Präsident vor ihm. Die meisten seiner wichtigsten Vertrauten stammen aus einer wenig bekannten Gruppe mit dem Namen Das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert. Die Gruppe wurde 1997 von William Crystal und Robert Kagan gegründet. Sie wollen mit ihr die neokonservative Vision einer unangefochtenen Vorherrschaft der USA wiedererwecken. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, dessen Stellvertreter Paul Wolfowitz und Vizepräsident Dick Cheney gehören alle der Gruppe an. Sie beklagen, dass die USA unter Clinton von ihrem Weg abgekommen ist und wollen zu moralischer Klarheit und Reagans militärischer Stärke zurückkehren. Sie verlangen höhere Verteidigungsausgaben, eine Vorherrschaft im All, die Installation eines Raketenabwehrsystems und sie wollen mehrere Kriege gleichzeitig führen können. Außerdem wollen sie die Kontrolle über sogenannte kritische Regionen, insbesondere den ölreichen Mittleren Osten. Ihre erste Amtshandlung besteht darin, den UN-Sicherheitsrat zu umgehen und Saddam Hussein zu stürzen. Düster und krankhaft geheimnistuerisch dominiert Dick Cheney die Regierung in einem Maß wie kein anderer Vizepräsident zuvor. Er macht deutlich, dass die USA nach viel härteren Spielregeln spielen, wenn die Republikaner den Kongress kontrollieren. Neokonservative Geringschätzung hat es bei der UNO schon immer gegeben. Doch jetzt scheint es, als würde die USA sich von der Weltgemeinschaft isolieren.
Die USA ziehen sich aus einem internationalen Strafgerichtshofsabkommen zurück, das mit Clinton und mit praktisch jeder anderen westlichen Demokratie ausgehandelt wurde. Sie verweigern den Kernwaffenteststoppvertrag, den 150 Nationen unterzeichnet haben. Bush erkennt das Kyoto-Protokoll zur Klimaerwärmung nicht an und setzt zum Schrecken der Russen den ABM-Vertrag von 1972 aus. Die Medien stellen nur wenige Fragen zu diesen abrupten Kehrtwenden in der Politik. Bush rückt vom Friedensprozess im Mittleren Osten ab und setzt die Gespräche mit Nordkorea aus. Seine Regierung ist mit Öl geschmiert. Cheney stellt eine hochgeheime Energietaskforce zusammen, die Pläne zur Kontrolle der Weltölvorkommen erarbeitet. Seine Absichten macht er 1999 gegenüber den Führungskräften der Ölindustrie klar, als er sagt: Der Mittlere Osten mit 2/3 der Weltölvorkommen, da liegt der Gewinn. Im Sommer 2001 verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Terrorakt. In abgefangenen Al-Qaida-Mitteilungen ist die Rede von etwas Spektakulärem. Anti-Terror-Chef Richard Clark berichtet später, dass der CIA-Direktor George Tenet in dieser Zeit verzweifelt versucht, die Aufmerksamkeit der Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice und des Präsidenten George Bush darauf zu richten. Doch Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Condoleezza Rice, zuvor war sie Aufsichtsratsmitglied bei Chevron, weshalb ein Öltanker nach ihr benannt ist, sind mit dem Raketenabwehrsystem und einer Reform des Pentagons beschäftigt. Berichte mit Überschriften wie Bin Ladens Drohung sind real und Bin Laden ist entschlossen, in den USA zuzuschlagen, werden erstellt. Doch Bush kann dem keine Aufmerksamkeit widmen. Die meiste Zeit verbringt er nicht in Washington, sondern in Texas, auf seiner abgeschotteten Ranch. Nur das Reiten mag er nicht so gerne, anders als sein Vorbild Reagan. Bei einer Besprechung am 6. August wird ein mögliches Attentat durch entführte Flugzeuge diskutiert. Bush sagt zum Verfasser des Berichts geringschätzig: Alles klar, du hast deinen Arsch jetzt gerettet. Und doch erklärt Bush in einer Pressekonferenz im April 2004: Hätte ich jemals nur die geringste Andeutung dafür gehabt, dass diese Menschen mit Flugzeugen in Gebäude fliegen, so hätten wir alles getan, um das Land zu retten. Rice ist ähnlich unaufrichtig. Ich glaube nicht, dass jemand hätte vorhersehen können, dass sie versuchen würden, ein entführtes Flugzeug als Rakete zu benutzen. Obwohl das FBI Berichte über Verdächtige erstellt, die zwar Flugstunden nehmen, aber kein Interesse daran haben, das Landen zu lernen. Während die Unzufriedenheit über Bushs inkompetente Führung wächst, treffen die Terroristen die USA auf dramatische Art und Weise. 9/11 wird zum feststehenden Begriff. 15 Entführer, alle aus Saudi-Arabien, steuern vollbesetzte Verkehrsflugzeuge in die Wahrzeichen der USA, das World Trade Center und das Pentagon. Über 3000 Menschen verlieren ihr Leben. Allein in New York sind es mehr als 2700 Menschen aus 91 verschiedenen Ländern. Die Nation schaut entsetzt zu, wie die Flammen die Twin Towers verschlingen, bevor sie schließlich kollabieren. Wie konnte das den USA passieren? Wer würde es wagen, das Land anzugreifen? Wo war die neue Weltordnung? War die Nation nicht gut genug? Hatten die USA nicht das Böse in den 60 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg immer im Zaum gehalten? Hat sich das Land nicht beherrscht und keine weiteren Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen? Und nun erscheint es der mächtigen amerikanischen Führung so, als hätten diese Terroristen Hiroshima über Amerika gebracht. An diesem Tag wird ein Zorn auf die Welt entfesselt. Eine gewaltige Büchse der Pandora wird geöffnet, voller aufgestauter Furcht vor Chaos. Wie bei der Französischen Revolution im späten 19. Jahrhundert. Voller Selbstgerechtigkeit wird ein Kreuzzug ausgerufen. Nicht nur gegen Bin Laden und seine Anhänger, sondern gegen alles Böse in der Welt. May
mögen die USA und ich jeden einzelnen Terroristen töten. Möge George Bush das Blut jedes einzelnen Mannes, jeder Frau und jedes Kindes im Irak trinken. Was wäre passiert, wenn Al Gore im Amt gewesen wäre? Hätte er vielleicht nicht so emotional auf eine Welt reagiert, die in ihrem Hass für die US-Politik so verhärtet ist? Hätte er nicht in einer geschickteren Art und Weise die Terroristen verfolgt? Mit den traditionellen Mitteln der Diplomatie, durch Geheimdienste und die Polizei? Hätten nicht die gleichen Ergebnisse erreicht werden können, ohne sich immer neue Feinde zu machen, die von der jeweils nächsten Generation der Extremisten als Märtyrer verehrt werden? George Bush lässt stattdessen die Welt wissen: Jede Nation hat nun eine Entscheidung zu treffen. Entweder ist man auf unserer Seite oder auf der Seite der Terroristen. Und begründet sein Recht, so vorzugehen, mit dem monumentalen Kampf zwischen Gut und Böse. Was sollen die Bürger aller anderen Nationen von den USA halten, wenn die einem nur die Wahl lassen, entweder du bist auf unserer Seite oder du bist gegen uns? Wie ironisch, dass schon George Bush Senior den Weltfrieden durch die Kriege in Panama und Irak verspielt hat. Sein Sohn treibt nun, blind um sich schlagend, das Land in den Bankrott. Genauso wie Bin Laden sich das erhofft hat. Er sieht seine Bestimmung darin, das Erbe seines Vaters als Amerikas Kriegspräsident anzutreten. In einem Krieg, der nach Dick Cheneys Einschätzung für immer andauern könnte.